So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ich hatte gestern auch mal wieder noch eine aufgenommen und wieder war die Aufnahme kaputt. Nun frage ich mich, die letzten beiden Male, wo ich das gemacht habe, habe ich nebenbei noch gerendert. War das vielleicht ein großer Fehler? Wieder keine Rückmeldung. Eigentlich soll die Welt doch jetzt geladen sein. Wie lange dauert das hier bitte? Ja, was ist denn da nochmal passiert? Waren da coole Dinge? Ja, wir sind von der Vergiftung geheilt. Ne? Das hatten wir gemacht. Wir haben die Schlangen getötet, wir haben eine neue Insel gefunden, wo wir zweimal Pipi gefunden hatten. Und jetzt war ich dabei. Wir hatten uns einen Anker gebaut. Noch irgendwas? Warum dauert das immer so lange? Ah, jetzt geht's los. Mal gucken, wie es geht hier mit Blenden. Ansonsten muss ich in der nächsten Folge gleich mal die Vorhänge zumachen. Ehrlich gesagt, habe ich mir noch gar nicht in die Kamera angeschaut. So, hier bauen wir uns gerade ein neues Camp auf. Wir haben schon den Smoker zusammengebaut und waren dabei jetzt nochmal den... Da hängt unser Schlangenfleisch. Ah ja, genau, die Kiste haben wir gefunden, wo allen möglichen geiler Shit drin war. War ich... Genau. Lederdings und Stoff. Hier Planken für unser nächstes Boot-Dings und hier nochmal Seile. Perfekt eigentlich. Jetzt brauchen wir nur noch ein Flaschendings für einen Kürbis, hätte ich mal gesagt. Hier, habe ich nicht noch eine? Nee, ich glaube nicht, ne? Mal gucken. Nee. Also, wir brauchen... Mal ganz kurz gucken. Wir brauchen Flaschendings, das weiß ich. Das kann ich mir noch mal merken. Den brauche ich. Den haben wir denn damit? Nee, den haben wir noch nicht. Den machen wir gleich. Da hacke ich aber ab. Den haben wir dann dreimal Rocks. Okay, Rocks und das mit dem Flaschendings sollte eigentlich schnell gemacht sein. Ich weiß noch, wo ich damit angefangen hatte, so die zweite Folge oder so, wo ich da Probleme hatte überhaupt irgendwie, weil ich nicht wusste, wie es geht, weil man durch das Menü klicken konnte. Da haben wir schon unser ambitionierter Kandidat für unsere Kürbismission, hätte ich beinahe gesagt. Kokosnussflaschenmission. Nun sehe ich das nicht mehr aus. Na, hat geklappt, wunderbar. Ja. Da haben wir es. Mal kurz. Blip. Roll nicht so weit weg. Ah, nee, brauchen wir gar nicht. Stopp. Hahaha. Ich muss ein Seil dafür haben. Ich crafte mir eins zusammen. Dann muss ich das jetzt nicht aus der Kiste nehmen. Und ich habe mir überlegt, diese Insel hier wirklich denn doch, dass ich change einfach. Und diese Insel hier einfach als Hauptinsel nutze. Die finde ich sehr gemütlich irgendwie. Und mal gucken. Hier gibt es noch ein paar Wracks. Da hätten wir ein Piratenschiff. Das sah zumindest aus wie ein Piratenschiff. Ja. Hier ist unser Boot. Ach, guck mal, hier liegt auch noch eine Kiste rum. Wir müssen mal gucken, dass wir Regale da drauf machen können. Was haben wir hier drin? Auch Planken. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Mal mit den Shit. Die Knüppel brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Wir brauchen Rocks, das weiß ich noch. Und ja, wir haben keine Möglichkeit, den Shit jetzt gerade selber zu craften. Weil wir hier keine kleinen Palmen haben. Ja gut, was ist, wenn wir jetzt nochmal schlafen gehen? Da sind schon mal Rocks. Nehmen wir mit Rocks. Nee, du doof. Genau so wollen wir das haben. Wupp, abschmeißen. Ja, schlafen. Safen wir mal? Wieso mache ich eigentlich vorher safen, anstatt hinterher zu safen, ne? Egal. Wir müssen ja dann einfach nur schlafen gehen. Mehr ist es quasi nicht. Na, guck mal, es wird tags. Und ich hoffe, dass dann... Ich weiß nicht, wann dieser Spawn-Point oder die Spawn-Time ist, damit die Sache wieder neu spawnen. Keine Ahnung. Wäre cool, wenn es jetzt passiert sein können. Aloe Veras haben wir noch jede Menge. Das finde ich sehr gut. Da können wir Sonnencreme herstellen mit. Da wäre eine. Warte mal. Ah, mein Dings ist auf 3 gestellt. Das ist schon mal gut. Auf 6 gestellt, meine ich. Mein externer Lüfter. Weil, wie ihr vielleicht wisst, ich spiele mit einem Lappy. Und der ist natürlich nicht ganz so stark wie so ein Gaming-PC, was ist das? Potatoes, nicht schlecht. Müssen wir die kochen?
Habe ich schon mal gefragt, muss man kochen? Ich hatte das im Urin, dass hier auch noch welche sind. Aber. Doch, da ist noch einer. Yay! Nee, das ist nur Gras. Oh mein Gott, wann lerne ich das mal zu unterscheiden? Gras und da ist aber was. Ja. So. Ey, ich bin am Öl, ne? Hier sind 1000 Grad. Eben gerade, um mich abzukühlen, habe ich den Backofen auf 300 geschaltet. Danach war es echt kühler, ne? Als in der Wohnung hier. Ich muss auch jedes Mal Selta trinken. Das hier ist schon meine. Warte, machen wir mal so, das so. Das ist schon meine dritte Selta. Aber nicht, weil ich sie ausgetrunken habe, sondern weil die verdampft ist. Das ist so heiß in letzter Zeit wieder. Schon irre. So, jetzt brauchen wir Palme. Nimm wir doch gleich. Ich finde das Ambiente schön, wenn hier eine Palme steht. Aber wir nehmen einfach die Palme hier. Das ist die größte Arschlochpalme der Welt. Weil ich sie dazu gerade ernannt habe. Oh, find water. Was machen wir denn gerade? Wir bauen gerade was für Water. Wir werden so oder so Kokosse trinken müssen. Weil damit kommen wir jetzt nicht ganz so klar. Ein Rockfilter noch, ne? Oder zwei. Ne, einen haben wir. Wir haben, glaube ich, einen dabei, ne? Da, Kokosnuss. Eine frische Kokosnuss. Hoffentlich ist die frisch. Mhm, genau. Aha, nur warte mal, ich komme gleich wieder. Wir lassen den Shit hier einfach mal so liegen. Kuh. Ach was, nee, meine Axt, warum das denn? Kann ich aber schön mitnehmen hier, mitbehalten. Genau, weggekuht das Ganze. Hä? Wo ist meine Kokosnuss? Ach da. Ah, komm ich doch gleich in der Hand. Gut. Mh, oh, wie das mundet. So. Jetzt brauchen wir Rocks. Genau, es fehlt eigentlich noch Rocks. Dann haben wir das doch alles. Ja, die Schlinge haben wir noch mal da. Da haben wir noch irgendwo eine. Ja, Rocks. Wie viele habe ich denn welche dabei jetzt gerade? Ja, zwei Stück. Ich brauche noch einen Rock. Ein Rock brauche ich noch. Aber wir das haben, dann können wir unseren Wasserdings machen. Dann bin ich auch zufrieden, ne? Und dann können wir uns überlegen, wie wir dann. Ja, dann gucken wir die Wracks nach. Weil ich suche. Ich will mein Boot natürlich noch erweitern. Das ist noch nicht. Oh, Alter, ich bin am Ölen. Das ist unfassbar hier. Ich will mein Boot natürlich noch erweitern. Das ist nicht alles. Und. Größer soll es sein. Und ich glaube, noch ein Segel in der Mitte möchte ich machen. Ich möchte genau hinter oder neben Ruder möchte ich noch eine Erweiterung machen, wo noch ein Segel raufkommt. Breiter soll er sein. Länger soll er sein vorne. Da soll noch ein Angeldingsding gemacht werden. Und dann gucken wir mal, was wir aus dieser Insel hier bauen können. So, aber zunächst können wir nichts machen ohne Rocks. Ein Wildschwein auf der ganzen Insel, das arme Schwein. Oh mein Gott. Man sollte doch meinen, hier gibt es jede Menge Steine. Ich gehe gerade mit Pumps über die Steine rüber. So, kommen wir mal gleich mit so einem Badam, Bam. Wir müssen mal eine Bird-Dings bauen. Bird-Trap, habe ich schon mal gesagt, ne? Meine Güte. Himmel, Arsch und Sven. Ich brauche jetzt einen verkackert Steiner. Keine Ahnung. Mist. Ich leg mich gleich wieder schlafen. Da, guck mal, kleine Palme. Gut zu wissen. Nein, okay.
Kalkun. Da! Nein, ach komm schon, was ist denn das? Ach, das ist ein hässliches Schwein. Also zwei Schweine. Wieg! Ziemlich langweilig, wenn man nach Steine suchen muss. Und auch eigentlich davon ausgehen müsste, dass es hier so viele sind. Es ist doch nur ein Stein, den ich suche, Mann. Ein Stein. Ich brauche nur einen Stein. Das ist unglaublich. Nicht mal ein Stein sei mir gegönnt. Hallo. Ach, da. Guck mal hier. Ich habe ihn gefunden. Das ist jetzt mein Lieblingsstein. Ich werde ihn in der Hand tragen. Ewig. Und werde sagen, hallo, Herr Stein. Warte hier auf den König der Löwenfelsen und dann. Ich wollte jetzt das Lied trallern, aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, das nicht zu tun. Mein Lieblingsstein. Das ist der schönste. Hat jemand schon mal so einen schönen Stein gesehen? So, pass auf. Wo war jetzt nochmal die Schlinge da? Ne, da nicht. Da? Na komm, da waren wir doch gerade schon. Ne, aus Leder brauchen wir keinen. Ach, da ist der Stoff, brauchen wir noch. So, Bams, gib her. Und. Ja. Man kommt schon, hör auf! Ich bin etwas außer Kontrolle geraten. Ja. Perfectly. Klaus? Was willst du mir mit dieser Information sagen? Ich hab hier ein Seil, da. Guck, genau, ich gucke es jetzt genau an. Und er sagt mir, jetzt haben wir keine Steine. Momentchen, wieso haben wir keine Steine, sag ich. Aha, jetzt haben wir doch Steine, sagt er. Gut, wir brauchen nämlich das Ding unbedingt jetzt, um irgendwie Feuchtigkeit herzukriegen. Pass auf, wie machen wir das? Wo packen wir den hin? Hier vorne gleich? Nee. Gleich hier neben unseren Dings? Hier hinter unseren Dings? Oder genau hier? Warte mal. Damit wir das Blubbern hören können. Scheiße, und drauf. Da. So, haben wir noch welche davon über? Ja, haben wir. Sehr cool. So, jetzt ernähren wir uns ein bisschen und dann. Ach herrje, der ist ausgegangen, war mein Schmoker. Und das Fleisch ist aber nicht verbrannt oder so ein Shit, ne? Naja, wollen wir hoffen. Warte mal, wir brauchen jetzt erstmal neue Sticks. Damit wir unser Feuer mal wieder nachher entfachen können, wenn wir es brauchen. Kommt zweimal noch. Ein Happy Dad. Ich sammle Feuer. Jeder, mach doch den Mund auf. Wir brauchen wirklich Wasser. Momentchen. Ich hab mich verlaufen. Mein Schiff ist dein. Ich weiß nicht, von wo ich gekommen bin. Wir werden sowieso alles abchecken müssen nochmal, wenn wir unterwegs sein wollen. Na komm, geh hin. Sehr schön. Das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Jetzt warten noch mal ein bisschen. Oder wäre es noch eine Kokosnuss? Komm, wir trinken ja eine Kokosnuss. Wow, wie das leckt, wenn das hier auf einmal anfängt zu stürmen. Ach da. Nein. Genau. Weg den Shit, komm, schmeiß weg. Hier waren noch zwei, drei, meine ich, die zu haben, ne? Hm, meine ich aber auch nur. Ich habe eine tolle Idee. Ich kletter bei Sturm auf eine Palme rauf. Nicht nachmachen, Kinder. Die Palme hat mich abgeworfen.
Kannst du mir mal erzählen, warum du. Und zack. Natürlich wäre es jetzt ein bisschen spannender, wenn es aufhören würde zu stürmen. Wir haben hier kein Glück mit dem Wetter. Hä? Wo ist die. Aha. Ja, guck mal, jetzt geht's einigermaßen. Es gibt ja auch, glaube ich, nur ein Wrack. Na mal gut, es gibt hier keine Windrosen, hätte ich mal gesagt. Keine. Ja. Die Wasserrosen oder wie sie immer noch heißen mögen. Ich wollte gerade sagen, das Wetter legt sich gerade nicht. Dass sie solche Inseln nicht überschwemmen lassen, das ist natürlich auch ziemlich geil, ne? Stabile Inseln. Ich wollte die Kiste da mal mit. Ja, kannst in deine Hosentasche stecken. So. Gehört das damit zu? Das sind zwei Boote, das ist nur ein gigantisch langes Boot. Augenblick, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ist gar nicht bei mir im Mund angekommen. Auf dem Weg dahin verdampft. Wer hat eigentlich gesagt, bei. Oh, was ist das? Gleich ein Hai, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das? Aber ein kleiner Hai, ne? Kleiner Hai. Dip, 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 dip. Okay. Was war das denn? Da kann man rein ins Boot hinein. Wollen. Gibt es denn hier etwas für uns? Der Deckel. Was ist da drin? Motorraum, Maschinenraum? Können wir nicht rein, schade. So. Wenigstens. Ach, guck mal hier. Ohne Schildkröte gefangen. Die nehmen wir mit, die Kiste. Scheiße, ich hab den Weg nach draußen verloren. Dahin. Ein bisschen knapp. Ja, hüpf. Das kann jetzt auch gerne mal aufhören mit diesem Scheißwetter. Was soll denn das hier von der Bergstar? Alter, wie viele Inseln hier in der Nähe sind. Das ist ja irre. Irre. Ich weiß gar nicht mehr, welche unsere eigentliche Insel mal gewesen ist. Ich bin ja wegen Pipi, Sucht, Flucht hierhin geflüchtet quasi. Ja, das darf auch gerne jetzt echt mal aufhören mit dem Scheißwetter hier. Dass ich das vermuten kann. Lockt dieses schlechte Wetter eigentlich auch böse Tiere an oder was? Das ist kein Piratenschiff, was ich. Ist das ein böser Hai? Ne, das ist ein kleiner Hai. Hopf. Guck mal, es sind mehrere Schiffe in eins, die sind zusammen kollidiert oder so. Wow. Wie viele Möglichkeiten es hier gibt. Was ist Katzenhaie? Ich suche Material. Ah, ich habe auch gar nichts dabei, ne? Keine Schnüre oder so ein Scheiß. Guck dir mal dieses riesen klaffende Loch an. Tür aufmachen hier? Ja. Oh, komm schon. Schwimm doch da. Warum? Jetzt bleibe ich hier hängen. Einfach so. Komm, wir müssen mal Luft schnappen.
Das ist ein Fisch, der davor, seinen fetten Arsch davor parkt. Dann müssen wir ihn abstechen, komm. Ein Giant Grouper. Der bleibt tatsächlich da hängen, ne? Ich krieg ihn noch nicht rausgezogen, ne? Komm, Giant Grouper. Keine Chance, ich muss wieder schnappen. Nach Luft. Oh. Was ist das denn, Dorsch? Das sieht aus wie, das ist ein Dorsch. Hier ist noch so eine Scheißkiste. Da ist Leder drin. Nimm mit. Ja, hier sind Dings drin. Okay, cool. Aber das reicht, glaube ich, nicht, um damit wirklich... Wir brauchen 3. Ja, wir müssen erstmal wieder hoch Luft holen. Und das, unsere Beute mal wegbringen, einfach. Nö, was? Und jetzt wird es wieder nachts, ne? Oh, wo man überall festpackt, das ist ja irre. So. Wir brauchen diese Lederschnüre, brauchen wir um vernünftige... Da ist ein Kompass drin. Da ist diese Lederschnüre drin. Und eine Taschenlampe. Wir besitzen ja schon... Da ist noch eine Lederschnüre. Hä? Muss mal ganz kurz... Okay. YouTube. Keine Ahnung, was YouTube von mir will. Okay. Gut, lass mal kurz gucken, was benötigen wir, um vernünftige Waffen zu bauen. Also Waffen, Speere und so ein Scheiß, ne? Nicht das, nein, nein. Das ist verkehrt hier, wo wir hier sind. So. Gibt es auch einen anderen Bogen? Nee. Eine Route wollten wir auch nochmal bauen, ne? Habe ich ganz vergessen einfach. Das ist eine bessere Axt, als die ich hier habe, ne? Okay. Leder. Ach, das sollten wir auch nochmal machen unbedingt, damit wir hier mal was machen können. Planken. So ein Speer hätte ich gerne. Gibt es auch sowas als Fisch? Ein Speergun. Was brauchen wir da denn? Haben wir irgendwo gehabt? Oh, Entschuldigung. Hatten wir irgendwo gehabt, ist weg, Scheißdreck. Und dann die Arrows, dafür bräuchten wir aber noch einen Woodstick und einmal so ein Bänzelchen. Aber, wir machen uns mal den hier. Ja, den wollen wir uns machen, keins, genau. Dafür brauchen wir einen Speer, einmal so ein Tool und Dings, dann hätten wir es schon. Das ist nicht schwer. Haben wir zufällig so einen Speer da? Ich hatte mal so einen Speer gehabt. Okay. Ach, da liegt doch. Brauche ich doch gar nicht abhacken. Genau. Speer. Bombs. Super. So, jetzt brauchen wir so ein Tool. Und den machen wir natürlich aus... Aus Seil auch, ne? Wir brauchen dafür ein Seil, oder? Ach, herrje. Wie schön, dass mein Ding immer kaputt ist. Mein Rad hier, ne? Mein Mausrad. Ah, komm schon, dreh doch. Na, dann machen wir es nicht mal so. Nee, dafür brauchen wir einfach nur einen Stein. Okay. Wir können auch bald was trinken. Ich glaube aber, es ist vorher Schlafen angesagt.
dann uns ernähren. Und ich hoffe, dass dieser Smoker die Sachen auch frisch hält. Also Räucherware hält länger, wisst ihr? Deswegen wir räuchern unser Fleisch ja hier sauber. Das mit dem Stein ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Wir brauchen einfach nur einen Stein. Sollte man nicht sagen, wenn man einfach nur einen Stein braucht. Weil einfach nur Steine gibt es hier nicht. Na, Schweini, gleich jag ich dich. War ich da schon drauf? Da war ich schon drauf, ne? Da bin ich darüber geschwommen, ne? Richtig. Aber da sind wir noch lange nicht fertig. Ey, man muss echt so aufpassen, diese Dinger, die segeln, die sind ja auch am Land, ne? Und dann darf ich wieder abreisen, wenn wir uns wieder vergiften. Ich sollte echt mal Pipi auf Vorrat mitnehmen. Auch Potatoes, man sollte sowas einfach nicht liegen lassen. Und ich denke immer, es vergammelt dann einfach, ne? Und eigentlich wollte ich hier mein Boot größer machen. Auf dieser wunderschönen Insel. Und dann können wir mal gucken. Wir sollten auf jeden Fall uns merken, wo diese Insel einfach ist. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist wirklich Steine sammeln, ne? Das ist echt schon. Ist schon schwer. Kokos. Man denkt, es sind Steine und es ist nur Kokos. Na, Schweini? Daran habe ich auch gerade gedacht. Ey, 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 lass mal einen Scheiß da liegen, Mann. Was soll das denn, du hässliches Schwein? Wohin hat es jetzt ganz hingetragen? Einmal ins Wasser gekippt oder was? Wäre Zeit, wenn ich mein Speer fertig habe. Ich werde dich so abstechen. Aber keine Sorge, ich finde keine Steine, deswegen kannst du noch sehr, sehr lange leben. Gut, dass diese jungen Palmen hier überall nachwachsen, das finde ich ziemlich klasse. Aber hier wachsen keine Steine nach, das ist eben. Ich meine, hier ist ein ganz großer Stein, also. Den habe ich mir auch noch nicht angeguckt, ob es da eine Cave gibt oder so. Wer weiß das schon? Da! Wir haben Stein gefunden! Unglaublich! Klasse. Jetzt brauche ich noch dieses Lederbändchen, dann haben wir das schon. Aber Vorsicht! Ich wette, wenn ich andersrum gelaufen wäre, wäre ich schneller wieder an unserer Base. Dann lass uns das mal jetzt zusammenfügen. Geile Nummer. Das wird meine Lieblingswaffe jetzt. Sieht doch schon cooler aus. Besser als ein Holzspeer. Und jetzt muss mir ein Schwein. Da vorne ist ein Schwein. Stechen wir es ab. Normalerweise kannst du auch mit den Dingern danach werfen, aber die laufen damit weg, wenn sie gleich sterben. Ich will mal gucken, was für eine Verbesserung das gibt jetzt. Ja, du willst mir sagen, ich habe es nicht getroffen. Tot? Nee. Hä? Ja, es ist tot. Entschuldigung. Man freut sich darüber nicht. Jetzt bräuchte ich auch so einen Ledermacher hier, guck mal. Und das Fleisch. Na, noch mehr Haut? Jetzt haben wir Fleisch. Noch mehr Fleisch? Boah, nicht schlecht. Was kommt da alles raus? Das war's. Jupp, weg ist es. Über die Regenbogenbrücke gelaufen. So, dann lass uns doch mal gucken. Was brauchen wir für dieses
Da, wir brauchen viermal und viermal Seile. Das dürfte sich ja, als sehr schwierig erweisen. Wir können aber ganz kurz unser Leder mal in eins der Kisten reinpacken. Das wollen wir essen. Das ist das Schlangenfleisch und ja, Schlangenfleisch halt. So. Achso. Eigentlich geht uns das Ganze gut auf dieser Insel hier, ne? Haben irgendwas, wo wir mit Wasser produzieren können und alles. Also, man kann sich hier nicht so wirklich beschweren. Also, wir mussten viermal auf so ein Schwein einstechen. Ist nicht. Oder ist noch so ein Palmwedel? Schmeiß nochmal rein. Nix da trinken. So. Slap. Hoffentlich ist es jetzt tags. Sollte aber eigentlich sein. Wir haben eine aufregende Nacht erlebt. Ja, wunderbar. Gerade wohl die Sonne aufgegangen. Massiv. Was sagt unser Ernährungsteil? Wir bräuchten noch mal einen Schluck Wasser. Haben wir noch nichts drin? Hat er noch nichts gemacht? Ist ja ein absolutes Unding. Wir wollen jetzt noch mal zum Wrack runtertauchen. Und dann werde ich nachher mal ein bisschen was bauen. Mal gucken. Ach so, was ich auf jeden Fall noch mal unbedingt mitnehmen soll, bevor wir tauchen gehen, ist. Warte, bleib hier, mein Süßer, bleib hier. Seile. Wir brauchen mindestens ein Seil, damit wir den Shit zusammenbinden können, falls wir irgendwas Gutes finden. Das ist jetzt so viel. Oh nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein, dass wir wieder schlechtes Wetter kriegen. Hoffentlich nur Regen. Da war doch eben gerade noch so ein. Ich sag ja, ich erkenne den Unterschied nicht mehr zwischen junge Palm und Rasen. Na komm, gib her. Dankeschön. Hä, Momentchen. Oh. Wo denn jetzt das Messer? Ach, die sind bestimmt verbraucht. Ich denke immer, die schmeißt er weg. Aber die sind bestimmt einfach dann nur aufgebraucht. Das ist auch natürlich möglich. So. So, dann lass uns mal loslegen. Ich glaube, ein Schwein gibt es noch auf dieser Insel. War mein Schmoker aus? Nee, mein Schmoker hat noch geschmokt eigentlich, ne? Oh ja, bitte. Regen stört uns ja nicht. Jo, die Wasser. Ja, guck mal hier, noch so ein Fettsack. Das ist doch nicht schlecht. Alter, wie viel Essen hier einfach rumschwimmt. Naja, ich glaube, lass mal den Hai kalt machen. Das stört den Hai einfach nicht, ne? Hallo? Ja. Nee, doch nicht. Das ist Blauhai. Der Hai ist nicht down, ne? Das wäre auch noch zu geil gewesen. Der tut uns aber einfach mal so nichts, ne? Naja. Es muss doch eine Möglichkeit. Jetzt haben wir schon gute Speere. Es muss doch einfach eine Möglichkeit geben, diese Haie zu töten. Der Teufelsfisch, und den lass ich lieber die Finger davon. Warum nicht da rein? Dankeschön.
Feste. Warte mal. Ich dachte, ich habe Seile gefunden. Ist nix. Schnell wieder auftauchen. Ja, ich weiß. Ich mach schon. So, dann hatte ich hier noch irgendwo. Ach, guck mal hier. Nimm mal mit. Oh, meh. Das ist ein verkehrter Ei. Der ist nicht nett zu uns. Da sollten wir echt vorsichtig sein. Aha. Du Kackvieh, ich verschwinde. Was lockt es die denn so an, wenn ich hier so rumplansche? Da, guck mal, man denkt, der ist weg. Ah, ah. Habe ich den jetzt gerade wirklich damit wehgetan, dass er wirklich gesagt hat, okay, wozu die Zeit verschwenden? Da kommt er. Oh ja, durchs Wasser durch. Durchs Wasser, sag ich schon. Lass mich los. Der lässt mich nicht los, ne? Durchs Wasser, sag ich schon. Alter. Wie sieht's aus mit meiner Lebensenergie? Gut, jetzt müssen wir agieren. Ich brauche Stoff. Ich habe kein Dings, ne? Das könnte jetzt ein Todesurteil gehören. Wir müssen mal in den Kisten gucken, ob ich da irgendwo Stoff drin habe. Oder schnell einen Loom bauen. Habe ich hier irgendwo Stoff drin? Mal ganz kurz gucken. Wann ist der denn gekommen? Seeigel. Oh, Himmelarschenswern. Hier wird ein nichts geschenkt. Mist. Wir wollten hier glücklich werden auf dieser Insel. Plane. Pass auf, wir hatten uns schon mal Seile zusammen. Warte mal, hier könnte auch was drin sein, was uns helfen könnte. Sag mir bitte Stoff. Ja, das brauchen wir. Ein Hammer? Nicht schlecht. Lassen wir mal eben aber hier liegen. Gut, wir brauchen Stoff. Wie schnell baue ich schnell einen Loom zusammen? Wir brauchen 4-mal Seile für einen Loom. 2-mal haben wir. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Da. So. Blop. Ja, du musst es nicht in der Hand haben. Bitte sag mir, dass ich das damit auch kaputt machen kann. Oh, warum auch, ne? Oh, jetzt brauchen wir. Das Spiel ist gerade gegen uns. Aber sowas intensiv gegen uns. Jetzt brauchen wir. Da sind noch mehr Seeigel. Jetzt hassen sie uns alle. Und es gibt hier so viele Sachen, die ich benötigen könnte. Also machen könnte. Aber nur leider habe ich keine Steine. Deswegen ist das Spiel wieder gegen uns. Und der Feuer ist ausgegangen. Wir brauchen einmal Steine, um unbedingt diese... Oh, wie viele Dinge es da gibt. Es fing ja so gut an alles, ne? Da. Um zumindest mal was abzuschneiden zu können hier. Nimm mit, nimm mit. Geil. Können wir schon herstellen? Nö. Jetzt können wir herstellen. Wie viele Seile haben wir jetzt? 3. Wir brauchen noch einmal. Und dann müssen wir noch genügend da lassen, damit wir gleich daraus noch Stoff machen können, ne? Und uns. Ja, Sticks brauchen wir auch. Komm, lass mal einsammeln. Nimm mit. Nimm mit. Genau. Da habe ich auch selber Schuld. Was wollte ich mich auch mit einem Hai anlegen, ha?
Seil mit. Sie verarschen, wieso kann ich kein Seil machen? Hä, ich hab doch viermal. Ne, ich hab nur dreimal. Oh je, wenn die Zeit drängt. Na Gott sei Dank ist man nicht sofort tot, wenn man gleich angeknabbert worden ist. So, wie viele Dings habe ich dabei? Drei. Was kann ich mir da. Was ist das denn? Ach, eine Route könnte ich mir schon herstellen. Wenn ich das so sehe, ne? Wie gerne hätte ich eine Route eigentlich, ne? So, schnell hinstellen, so ein Ding. Ich habe sechsmal Stock und viermal Seil. Es reicht ihnen aber immer noch nicht. Ich habe... hä? Ich hatte doch... viermal Seile. Hä? Warum ist viermal Seil nicht passiert? Ich werde hier sterben. Oh, nö, ne? Achso, ich wollte sagen, kann ich nicht mitnehmen. Dann muss man was wegschmeißen jetzt hier. Die Stöcker zum Beispiel. Ach, fick dich doch ins Knie. Entschuldigung, bitte. Normalerweise sage ich immer andere Sachen wie Scheiße. So, den Hammer können wir später abholen. Brauchen nochmal Seil. Habe ich nicht noch hier irgendwo drin ein Seil? Oh, guck mal, was da gerade nachgespawnt ist gerade. Das ist ja mega geil, genau neben mir. Wäre jetzt auch ein bisschen zu einfach, das Ganze, ne? Zumal ich brauche danach nochmal viermal diese jungen Palmen. Ach, guck mal, das dürfte kein Problem darstellen, glaube ich. Habe ich jetzt viermal? Ne. Gut, oder? Jawohl, gut. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. Das sollten wir hinkriegen. Nimm das Holz mit. Nimm das Holz mit. Okay. Attacke. Schnell laufen. Da. Ist das da? Okay. So, wo stellen wir den denn hin? Unser schönes Webding. Dahin. Das sieht gut aus. So, jetzt brauchen wir noch mal viermal Dings, dann können wir Stoff herstellen. Ach, wir brauchen noch ein Seil. Also brauchen wir acht Pflanzen insgesamt noch mal. Uiuiui, das wird eng. Als ich in unsere Rettungsinsel reingeschaut hatte, da war noch jede Menge Stoff drin. Das Scheiße ist kein Dings. So, stellen wir einmal her. Das sollten wir hinkriegen, glaube ich, oder? Wir verbluten die heute nicht. Nicht heute. So. Sehr gut. Das bleibt da drin, ja? Okay. So ein Köfferchen, hätte ich beinahe gesagt. So. Ja, ich weiß. Cooldown auch noch. Nee, die Zeit haben wir echt nicht. Ja, lieber Sonnenbrand und dann Sonnencreme und so machen. Dann. So, komm, ein noch, dann haben wir es geschafft. Da. Oh, ich kann gar nicht glauben, dass wir doch noch weiterleben dürfen. So, jetzt dahin laufen. Salum. Dankeschön. Puh. Und jetzt brauchen wir
Wasser. Das heißt, wir brauchen auch jetzt tatsächlich eine scheiß Axt, damit wir Palmen schneiden können, abhacken können. Wir brauchen also jetzt zweimal. Wir könnten auch Kokos trinken, klar. Aber es wäre schon mal gut, guck mal, das gibt es doch jede Menge. Das, also wir waren weit entfernt vom Sterben, eigentlich. Aber da ist ein Stein. Und zwei davon. Das ist eine Muschel. Ist das da hinten eine Hai-Rückenflosse? Der lauert hier immer noch rum, ne? Ist das der Hai? Ne, ist irgendwas anderes gewesen. Wir müssen echt aufpassen, es sind so viele Seeigel gewachsen hier. In dem Schiff, war das hier in diesem großen Schiff, da haben wir nämlich Dosen gesehen, hätte ich beinahe gesagt. Wie nennt sich das? Das Schwein. Später. Nicht Dosen, sondern hier Blechdosen. Doch, natürlich, Blechdosen hier. Ja, die haben wir gesehen und die bräuchten wir noch. Wir brauchen einmal Stein noch, da können wir uns eine Axt machen. Ist er drüben? Nee. Ja, müssen wir aufpassen. Brauchen wir eh gleich. Meine Nase kribbelt. Können wir nicht noch jetzt schon eine Axt herstellen? Nee, es wäre zu nett gewesen, wenn wir hätten eine Axt herstellen können jetzt. Na, Vögler, wir müssen Vogel fallen. Ich weiß, ich sag's immer wieder. Das wird eine ziemlich lange Folge, ne? Wofür eigentlich auch, Leute? Ihr habt das ja alles gesehen. Wir wurden vom Hai angefressen. Wir konnten uns wieder retten. An für sich ist diese Folge vorbei. Ich glaube, diese Steinesuche erspare ich euch einfach mal. Und wir sehen uns wieder einfach in der nächsten Folge, ne? Bis dahin. Ciao, Freunde!